Ihr könnt der Treppe nach unten folgen und steht dann ja wieder einmal in einem langen Gang, der sich gewunden rechts entlang führt. Immer geradeaus geht es, bis ihr dann fast das Gefühl habt, vor allem mit dem Instinkt von Raphim, dass es sich gewunden hat, wie ein Schneckenhaus, deren Inneres ihr betretet. Immer gebogen, bis ihr dann Wasser hören könnt und ihr seht, wie sich die Wand öffnet, ein dünnes Rinnsal mit Wasser, was wohl in ein schwarzes Becken hineinfließt. Und darüber, wie in einem Sprung bereitstehend, schält sich da aus der Wand heraus ein luchsköpfiger Elf aus schwarzem Stein, der wohl einen Speer in seiner Hand hat. Eine etwas kleinere Kaverne und in dem Becken seht ihr Reliefs. Je näher ihr rankommt, könnt ihr sehen, dass wohl Stürme und untergehende Schiffe auf dem Boden des Beckens hineingekratzt worden sind. Ein unglaublich hübsches, filigranes Ding und schwarzes Wasser, was sich darüber spiegelt. Diese Reliefs, sind die in einer Sprache verfasst, so eine Sprache, die wir kennen, oder sind das Bilddarstellungen? Also es sind bildhafte Darstellungen. Solltest du Sprache entdecken, dann müsstest du Mendarion dafür bemühen, denn wir haben ja schon festgestellt, dass du kein Astarier sprichst oder schreibst. Ich könnte Ich zu würde. den Ich Xenografen wollte gerade sagen, kann auch anwenden. ein Xenograph. Genau. Ach so. Ich würde gerne mit Gesteinskunde mal gucken, wie alt die Reliefs sind. Ja, du gestatte ich eine Probe, klar. Also sie sind nicht von zwergischer Meisterhand gefertigt, das kannst du auch auf alle Fälle sehen. Sie sind gewachsen, das kennst du schon von anderen elfischen Darstellungen. Der Stein ist so auch wie überall um dich herum blauer Marmor. Ja, kann ich anhand von Oxidation oder ähnlichem ungefähr abschätzen, wie alt das Ganze ist? Es gibt keine Oxidation. Seltsam. Ganz unberührt der Stein. Entweder ist er immer noch im Begriff zu wachsen oder etwas durchdringt ihn. Nun, wenn ich mich an meinen Einführungskurs in früher Magiergeschichte erinnere, waren die Hochelfen sehr begabt darin, Permanenz zu schaffen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir ebenso seit langer Zeit noch erschaffene und seitdem aktive Lichtquellen finden würden. Ich schlage allerdings vor, sagt Serpentil mit seinem Seitenblick auf Raphim, dass wir nicht mehr so voreilig darin sind, Dinge zu zerschlagen. Wir können nicht wissen, welche, sagen wir, Hinterlassenschaften der Dämonenmeister noch hier gebunden haben könnte. Und wir wollen sie nicht versehentlich freilassen, ne? Ja, ich habe meinen Teil erledigt. Jetzt guckt euch die blöden Ruinen oder was auch immer das da ist an und sagt mir, wo die Harfe ist. Ich suche mal selber, sehe ich eine Harfe? Also in diesem Raum nicht. Du siehst aber auch, dass sich dieser Schneckengang weiter windet und dein innerer Kompass sagt dir auch, genau, du bist auf der äußeren Seite. Dein innerer Okay. Kompass ist ziemlich genial. Du kannst da so auch schon abschätzen, dass du noch wohl eine ganze Zeit gehen müsstest, damit du dann das Innere dieses Schneckengangs dann auch siehst. Ja, und See ist die Statue im Prinzip vor mir, also irgendwo hier. Genau, also die, beziehungsweise auf der linken Seite der Wand kannst du sehen, wie sich da so das Becken herausschält. Schwarzes Wasser, was dann von verschiedenen Seiten hineinläuft. Und darüber dann der beziehungsweise der luchsköpfige Elf mit schwarzem Stein. Also es ist ein schwarzer Stein und schwarzes Wasser. Und dadurch ist dieser Elf eben schwarz, aber er sieht mit seinem Luchskopf wild aus, aber nicht bösartig. Ich würde meine Hand voll Wasser schöpfen aus diesem Bassin und man dann riecht an dem Wasser, ob es ganz normal riecht oder ob es irgendwie Beimischung hat von irgendwas anderem. Ich würde gerne mal einen Odem auf den Elfen werfen. Wenn wir schon dabei sind, ich würde gerne mal einen Odem auf Sichtbereich durch den Gegend schweifen lassen. Das Wasser hat schon einen Geruch. Das kannst du gar nicht in Worte fassen, weil du es so noch nicht. Das hast du noch nie gerochen. Also, du könntest es als sauber definieren. Wie auch immer sauber riecht. Also, es ist nicht so, dass es keinen Geruch hat, sondern es hat einen Geruch, aber du kannst nicht sagen, wonach. Also, natürlich oder harmonisch. Harmonisches Wasser. Obwohl dessen, dass es schwarz ist.
Ich würde das Wasser wieder zurückschütten und mir die Hände an der Robe abwischen. Harmonisches Wasser, was für ein Unfug. Das informiert das Wasser. Können wir jetzt an dem Elf vorbeigehen oder müssen wir irgendwas machen, Abelmir? Du kennst sie doch aus mit diesen Elfen. Boah, das ist mal ein Wurf. Ich habe keine Ahnung von Elfen. Wo hast du denn verdammte Mendarion, wenn man ihn braucht? Ich denke, ihr habt ihn verschreckt. Ich glaube, er ist oben und sinkt. Immer wenn man ihn braucht. Boltax, hast du eine Idee, Serpentilio? Oder ich gehe jetzt einfach an dem vorbei und dann gucken wir, ob die Statue lebendig wird. Serpentilio streckt so eine Hand aus, um dich zurückzuhalten, aber er achtet halt gar nicht auf dich und packt irgendwo stattdessen ins Leere und guckt währenddessen halt gerade einmal durch den Raum. Spielleiter, sag mir, was hier ist magisch? Der Elf selbst nicht, den hatte sich auch Boltax angesehen. Genau. Du siehst aber, dass das Wasser magisch ist. Warte, lass mich kurz sagen, ich habe 5 Sternchen über. Damit kriegst du keine Information. Hauptaussagen über die Intensität der anwesenden Magie. Mit 5 Sternchen? Ab 3. Bei Umgebung? Ja, also. Umgebung ist ja einfach die 7 Nahschwernis. Ja. Die hat sich mit Zeitlassen verrechnet und da sind wir. Ach so, ja, okay. Achso, Umgebung ist aufrechterhalten, ne? Ja, aber es ist mir egal. Was fällt der hält ja sowieso jetzt nur. Merkmalskenntnis oder was? Nein, nur Intensität. Intensität, schwach. Also viel, wenig, schwach. Sehr oder sehr viel. Schwach. Okay, schwach. Ich schlage vor, die Herrschaften, dass wir das Wasser erst vermeiden. Es sei denn, Abelmir möchte sich die Zeit nehmen, eine gröbere Analyse durchzuführen. Es scheint auf irgendeine Weise verzaubert zu sein. Und sei es nur, wie ich jetzt vermute, die Verbesserung der Haltbarkeit. Habt ihr vielleicht ein Probefläschchen dabei? Es ist verständlich, doch hier. Nehmt vielleicht lieber 2 Proben. Ja, dann würde ich mal 2 Proben für einfüllen, diese Fläschchen, und eins für mich und eins für Serpentil zurückgeben. In Anbetracht der sinkenden Schiffe würde ich ja vermuten, dass es sich um eine Kultstätte der Herzogin handelt. Aber es fühlt sich nicht so an. Ich glaube nicht, dass die Hochelfen eine Erzdämon angebeten haben. Ich kann hier keine Anzeichen dämonischer Verehrung feststellen. Ich würfel nochmal ein Odem auf das Wasser, weil ich Wasserelementarist bin gewissermaßen. Das muss mich interessieren. Oh, und Raphim, falls es euch interessiert, ich konnte keine magische Beeinflussung der deutet auf den Elfen. Dieses Ding ist dort feststellen. Ich lasse mir Zeit. Es könnte sich natürlich um eine mechanische Falle handeln. Hier sieht mir nicht aus, als wäre wirklich Mechanik am Werk. So glatt. Ja, nicht einmal gehauen. Naja, soll ich jetzt einfach weitergehen? Ach, Boltax zaubert schon wieder. Boltax, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 10. Alles klar. Einen Moment. Selbstbeherrschung um 10 erschwert. Ist gelungen. Ja, du hast, also das Wasser ist magisch, schwach magisch, das kannst du genauso identifizieren wie Serpentilio. Und du hast so einen inneren Drang, du weißt gar nicht, woher der herkommt, als würdest du in dieses Wasser gezogen werden, mit dem Kopf unter Wasser tauchen, auch wenn das Becken relativ klein ist. Aber du hast trotzdem so diesen Impuls, dass du untertauchen möchtest. Darf ich eine Magiekunde Elementarismus hinterher? Darfst du. Dann ist sie um 2 erleichtert, meiner Magiekunde. Ja, auch das, was du, das, was Abel mir schon festgestellt hast. Du kannst mal deine Hand reinhalten. Mhm. Du hast nicht das Gefühl, dass es dir Schaden zufügen möchte. Das nicht. Vielmehr ist es so, dass es die absolute Reinheit beinhaltet. Und das ist fast einzigartig auf Aventurien. Dann würde ich gerne einen Schluck davon trinken. Es schmeckt wunderbar, erfrischend und dich verlässt der Durst für den gesamten nächsten Tag. Oh, das ist zu rein. Es ist Wasser, aber von unglaublicher Qualität. Wie ich vermuten würde, ich denke, dass elementar reines Wasser mit einer Haltbarkeitsformel oder einer entsprechenden Glyphe belegt wurde und entsprechend im Grunde so fisch ist wie am ersten Tag seiner Erschaffung. Dies erklärt mir allerdings noch nicht seine Anwesenheit, sollte es manifestiert worden sein. Das ist schwarzes Wasser, Boltax.
Du hast fast das Gefühl, du hast fast das Gefühl, als würdest du Farben schmecken oder Musik. Musik, die in deinem Bauch erklingt, die nur du hören kannst. Das ist ein ganz filigranes, harmonisches Konstrukt. Das Wasser, es ist harmonisch, oh, ein Elementar daraus zu formen. Es wäre fast eine Konvergenz als wäre dieses Wasser Teil der ursprünglich geschaffenen elementaren Reinheit. Eine der sechs Säulen. Oh. Ui. Oder vielleicht liegt das auch an irgendwas, was sich im Wasser befindet. Ich meine, wir können da ja nicht reinschauen. Ich würde mal meinen Trinkschlauch leer machen und mit dem Wasser auffüllen, sodass ich auf jeden Fall mehr als genug Wasser dabei habe von diesem tollen Wasser. Ja. Wollt ihr vielleicht denn so ein Baden? Wenn Zeit ist. Aber jetzt vielleicht erstmal ein wenig mit. Vielleicht auf dem Rückweg, Boltax. Wir können ja ein Fass holen. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Bleibt wachsam. Dieser Dämon könnte immer noch irgendwo in der Nähe sein. Ja, soll ich weiter vorgehen oder möchte Serpentio sich freiwillig melden? Ihr wart bislang unser treuer Schild, gegen welche auch immer Überraschungen auf uns warten müssen. Ich sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern. Na, wie ihr möchtet. Ihr solltet euch natürlich direkt vor uns halten, damit die schützende Wirkung von Abelmirs Zauber auch auf euch übergreift. Hm? Ich kann euch, wenn ihr möchtet, an der Hand nehmen, damit wir keine zu großen Abstände einnehmen. Nicht nötig, aber gut, dass ihr mich erinnert. Ja, off-topic, General, alle Abelmir hatten Gardianum am Laufen. Ich weiß nicht mehr, wie lange der funktioniert. Standardmäßig 5 Minuten, da sieht das nicht so aus, als wären wir ewig marschiert, oder, Frosty? Also, den nächsten Raum kriegt ihr mit dem Gardianum wohl noch hin, aber dann sind die 5 Minuten noch um. Das klingt fair, würde ich sagen. Wir haben hier eine Weile rumgeeiert. Da können wir es drauf anlegen. Ihr könnt Rafim folgen, der wieder den schneckenförmigen Gang in Richtung der 3 geht. Es gibt eine leichte Abbiegung und während ihr dem Gang folgt, werdet ihr auch feststellen, dass das Blau etwas verblasst. Und Boltax sieht, dass aus dem blauen Marmor weißes Alabaster wird. Ganz harmonisch, ganz natürlich. Und dann steht ihr in einem weiteren Raum. In der Mitte ein großer Springbrunnen, der ebenso aus Alabaster gefertigt worden ist. Äußerst filigrane Darstellung von Fischschwärmen, von Seevögeln, von Wattwürmern sogar, von Gezeitenspinnen, die hier herausgearbeitet worden sind. Es gibt eine weitere Fontäne, die sich in diesem Brunnen, diesem Springbrunnen ergießt. Das fließende Abbild einer Elfe formt. Also es ist keine Statue, sondern das Wasser fließt so, dass sie eine Elfe darstellt. Die Züge sind durch das nasse Element kaum zu fassen und stetig im Wandel. Sulamin wirft der luchsköpfigen Statue im Gehen noch einen nachdenklichen Blick zu. Kommt man da mit Götter und Kulte noch irgendwie weiter? Oh ja, das auf alle Fälle. Da würde ich es dir aber erschweren um, ich sag mal, 10 Punkte. Okay, schauen wir mal. Sulamin denkt natürlich an die tierköpfigen Götter ihrer Heimat, aber der Lux ist da jetzt nicht gerade heimisch. Das heißt, ich würfle ohne Talentspezialisierung. Und das reicht. Das reicht. Wahrscheinlich hast du Rongar, den Söldner, schon einmal darüber sprechen hören. Oder aber seine anderen Mitsöldner, die er aus der Wildermark mitgebracht hat. Denn das eine oder andere Mal hattet ihr euch schon unterhalten. Und da sprach er schon von einem anderen Lux-Tempel, den er von den Elfen entdeckt hatte. Er hat selber so einen kleinen Lux mitgebracht, den er ab und zu mal in seinem Rucksack mitgeführt hatte. Was aus dem geworden ist, weißt du gar nicht. Aber er sprach schon von diesen Lux-Göttern der Elfen. Haben die Götter? Ich glaube, das weiß absolut keiner von uns. Ja, du erinnerst dich daran, dass es wohl Götterfiguren bei den Elfen gegeben haben soll, ja? Ich weiß, dass sie Drachen angebetet haben. Kühe. Wisst ihr, ich gebe es ungern zu, aber ich bin zum ersten Mal in meinem Leben der Meinung, dass die Herren Kollegen aus Punin hier von unschätzbarem Wert mit ihrem Wissen sein könnten. Sie sind schließlich der Hort der frühen Magierschaft. Wieso denn das? Nun, ihr erinnert euch sicherlich daran, dass ihr habt ja einiges an Nachbildung genossen, wie ich das verstehe, dass Rohal der Weise sich direkt auf die Tradition der elfischen Magie berief. Und viel dieses Wissens ist
Heutzutage und den normalen Magiern vergessen, weil reichlich wertlos, aber an dieser Stelle erschien es mir tatsächlich irrelevant. Ihr denkt jetzt zum Beispiel, dass diese Spiralform, durch die ich denke, dass wir uns bewegen und die Übergänge einen Fokus für elementares Wasser bilden sollten, sind wir unter Umständen in einer riesigen Glyphe? Oder gibt es andere Gründe, warum dies so angelegt ist? Mir ist nicht bekannt, dass es Anbetungsformen der reinen Elemente unter den Elfen gab, aber ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Nun, das mit der riesigen Glyphe könnte durchaus sein. Ich erinnere mich, als ich einmal mit Zulamin in einem kleinen piktoresken Städtchen war, in dem eine Hexe lebte. Das Städtchen war auch derart angelegt, dass es, nun, die Form der Glyphe dieser Göttin hatte, die die Hexen angebetet haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie hieß sie noch. Genau das meine ich. Uns sind natürlich auch bekannt, dass die Städte alter exischen Hochkulturen oft in geometrischen und geomantisch günstigen Mustern angelegt waren. Vielleicht liegt eine solche Anordnung hier in diesem Gebilde vor. Dann frage ich aber, warum hat man es, wenn es doch um Wasser geht, so tief in den Stein getrieben? Nun, Wasser und Stein schließen sich nicht per se aus. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht sympathetisch zueinander. Und ihr müsst zugeben, dass es hier eine deutlich geringere Verbindung zum reinen Wasser gibt, als es zum Beispiel draußen an der See gäbe. Das ist richtig. Per se habt ihr damit nicht falsch gelegen. Aber eine Glyphe in etwas Festem anzulegen, ist deutlich einfacher, als sie in Flüssigkeit zu formen. Nun, sicherlich wäre das auch gegangen, aber Stein als Erz und Wasser schließen sich per se, wie gesagt, nicht aus. Oh, ich verstehe euch. Ich war nur der Ansicht, eine feste, solche feste Form daraus an See anzulegen, vielleicht unter freiem Himmel, wo die Gischt hineinspringen kann und so weiter und so fort, wäre trotzdem günstiger. Aber ich werde mich natürlich eurem überlegenen Wissen dort beugen. Die Elementaristik ist... Aber überlegt einmal, was mit den Gezeiten ist. Vielleicht ist diese Höhle nach unten hin offen und das Wasser fließt hindurch und fließt dann wieder zurück. Und fließt hindurch und fließt dann wieder zurück. Es würde außerdem den wandelbaren Charakter des Wassers wunderbar darstellen. Ein hervorragender Gedanke in diesem Fall allerdings, Kapitän, ja, schlage ich vor, wir bereiten uns auf ungebetenen Besuch vor. Ihr sagt, nee, Boltax, ist nicht die Spirale ein Elementarzeichen des Wassers? Nun, ja, ja. Natürlich. Genau darüber diskutieren wir gerade. Richtig. Ich denke jedenfalls, dass wir gerade den Schrein einer Gottheit passiert haben, die für die Elfen eine ähnliche Funktion innehatte wie für uns Boron. Fühlt ihr euch anders, Boltax? Ich konnte Musik schmecken. Nun, das ist ja nichts Schlechtes. Nein. Aber da ihr von Wasser sprach, dieser Raum scheint dem Wasser gewidmet zu sein. Zulamin betrachtet mal die Elfenstatue näher. Solche Dinge könnte man auch in einem Effa-Tempel finden. Ich fahre mit meiner Hand durch diese Wasserstatue durch. Bleibt die in Form oder bricht die zusammen? Ja, sie bleibt in Form. Also du kannst sehen, dass sich das Gesicht, das ist sowieso nicht greifbar, aber es bildet sich kurz wieder neu. Du hattest kurz das Gefühl, als würde es flackern. Aus der, ja, irgendwie jungen Elfin wird durch deine Hand, die du reingesteckt hast, kurzzeitig eine alte Elfin. Dann bildet sich das Wasser neu. Sie ist jung und wird dann, ja, zu diesem unbestimmbaren Alter. Zulamin hatte dazu schon einmal die weggeschlossenen Schriften, vor allem aus Fasar, studiert, die die Filiasson-Saga wohl angefertigt hat. Und auch die korrespondieren mit dem, was dir Rongar schon gesagt hatte. Das andere war der Wächter des Todes, Zerzal. Das hier muss Nurti sein, die Wandelbare. Ein Äquivalent zu Zar. Erinnert mich die Darstellung an die Frau, die ich im Sumpf gesehen habe, mit der blutigen Sanduhr? Oder sieht die ganz anders aus? Nee, anders. Mhm. Also ja, auch ein Kind, aber die andere war deutlich archaischer und nicht wild. Einfach... Mhm. Final. Die du im Sumpf gesehen hast, war final. Das hier ist eher der Anfang. Ich denke, wir sind Zeuge einer Darstellung einer Gottheit. Wie man es will. Der Hochelfen. Außerdem ist ein Zeugnis dafür, wie die Hochelfen die Elemente manipulieren konnten. Ich denke, es handelt sich um eine Personifikation der Prinzipien Nordra und Zerza.
Ich hörte den Elfen davon sprechen. Es ist in etwa wie Zar und Boron? Nun, man fragt sich natürlich, warum Zerzal als Wasser dargestellt ist und Noti als Zerzal, Noti als Wasser und Zerzal als Stein. Oh, mir scheint, dass sie beide einen Wasseraspekt haben, vermutlich weil dies ein Tempel ist, der am Wasser gelegen ist. Kulte haben oft sehr unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, wo sie angesiedelt sind. Was wisst ihr noch von den hochirdischen Göttern? Gibt es noch weitere, die uns erwarten? Ich kenne nur diese beiden. Der elfische Dualismus. Na, es gibt auf jeden Fall noch Pöh. Sie haben diesen Drax angebetet und wenn wir hier eine Statue von ihm sehen, dann machen wir die aber kaputt. Nun, ihr wollt ja eine Wasserstatue zerstören. Oh, elementare Banne. Und ihr hofft, dass da nichts weiter passiert? Ja, können wir uns erst um die Harfe kümmern und dann um deine Statue, Boltax? Ich will es nur sagen. So lange in jedem Raum aufhalten. Nun, lass uns weitergehen. Naja, ich durfte ja schon den Spiegel kaputt machen, da wollte ich jetzt nicht meckern. Ja, aber ich durfte noch gar nichts tun. Oh, ihr dürft die Drachenstatue kaputt machen. Ja, siehste. Und ich denke, fürs Erste können wir froh sein, dass nichts Schlimmeres geschehen ist. Ich denke, das kommt noch. Das denke ich auch. Also, soll ich weitergehen oder wollt ihr euch noch weiter die Wasserstatue angucken? Sie ist sehr schön, aber lasst uns trotzdem weitergehen. Und so folgt ihr erneut Rafim. Der Winkel wird wieder einmal anders, deutlich nach innen gewandt. Und je nachdem, wie leise oder laut ihr geht, könnt ihr dann aus der Entfernung schon fremdartige oder sogar betörende Musik vernehmen, die euch die Sinne fast raubt. Ihr führt euch harmonisch. Und wenn ihr dann in dieser länglichen Höhle stehen bleibt, könnt ihr zwischen den feucht glänzenden Stalaktiten und Stalagmiten hindurch erkennen, wie es rauscht, auf- und abklingt. Eine Melodie, die spielt, die keinen Ursprung zu scheinen hat. Ich halte mir Johann mal zu, mal gucken, ob ich immer noch beeinflusst werde von dieser Geräuschkulisse. Wird auf alle Fälle leiser, ja. Nimmt die Wirkung auf mich dadurch ab? Sie wird ein bisschen weniger, ja. Es fühlt sich nicht schlecht an, es fühlt sich wie ein Rausch an. Serpentyri, habt ihr vielleicht zufällig etwas Wachs dabei? Selbstverständlich, doch lasst mich, wo habe ich es denn? Ist es reasonable, dass ich Wachs dabei habe? Zum Verkorken deiner Reagenzgläschen, ja. Die Frage ist, reicht das, dass eine Person sich irgendwie die Ohren mitzumachen könnte? Für einen Schicksalspunkt könnt ihr euch alle die Ohren zumachen. Für einen Schicksalspunkt oder einen für jeden? Ein Schicksalspunkt, alle. Aber mehr willst du? ich habe auch ein Silenzio im Angebot. Warte, ich mach den Deal. 50-50. Hoch bist du, niedrig bin ich, okay? Okay, dann hältst du es für nötig, dass wir einen Schicksalspunkt ausgeben? Dann mache ich es. Glaub nicht, nein. Okay, sorry, Frosty, aber no deal. Ja, dann nicht, dann hast du keinen Bugs. Ich habe eine wenig hier, der hält einen kleinen Stift an purpurnem Wachs hoch, aber ich würde es gern für seinen langgestammten Zweck aufbewahren. Ihr versteht, was ich meine. Dieses Siegelwachs taugt sowieso nicht für Ohren. Es ist etwas, inkonsequent. Also, wenn ihr nichts hören wollt, dann kann ich das einrichten.